W-A-S-D to walk, mouse to look around, E to interact, right click to zoom, hit I. Aua. Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei dem zweiten Teil des 100 Video Specials. Hier sehen wir eine schöne Fluse, in die müssen wir gleich hineinfliegen. Können wir uns eine Fluse aussuchen? Nein, ich glaube, wir müssen diese Fluse nehmen. Aber vorher schalte ich erstmal die Cam ein. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei der... beim Horror-Special, bei der Horror-Special. So, jetzt belehre ich euch erstmal richtig Deutsch hier. Und ja, Static Win heißt dieses Horrorspiel. Ich weiß überhaupt gar nicht, was hier passieren wird oder was wir tun müssen. Wie immer eigentlich. Und ja, wir fliegen mal in diese Fluse hinein und schauen, was passiert. Jacob Earnholtz. Earnholtz, Alter 31. Und was da drunter steht, kann ich leider nicht übersetzen, da meine Englischkenntnisse nicht so besonders gut sind. The static speaks my name. Today will be a better day. No, I think no. 3 a.m. Tolle Uhrzeit, um aufzustehen. Mitten in der Nacht. Oh Gott. Use the bathroom. Da habe ich meine Maus irgendwie zu schnell eingestellt. Warte. Viel zu schnell. Noch zu schnell. Jetzt geht's allmählich. Ich glaube, auf grün ist ganz okay. Rot. Warte, hier wieder Startschwierigkeiten. So geht's, ne? So, dann gucken wir uns mal um hier in diesem schönen Zimmerchen. Hier haben wir Garnelen. Sind das Garnelen? Sollen das Garnelen darstellen? Sind Garnelen nicht normalerweise Bodentiere? Also, dass sie auch immer auf dem Boden sind normalerweise? Open door. Und schon fängt die Nase an zu kratzen. Oh yeah! Ich glaube, das hier unten ist mehr Horror als hier das Spiel da oben. Bathroom. Dann benutzen wir mal das Bathroom. Hier haben wir eine schöne Zahnbürste. Sieht alles sehr unbenutzt aus hier zu Hause. Use toilet. Spielen wir eine Frau? Denn ich kann mir es nicht erklären, wenn das ein Typ macht. Es geht einfach nicht. Es sei denn, man wohnt allein zu Hause. Dann verstehe ich das sehr gut. So, hier. Eat breakfast. Okay. Hey, geht gar nicht. Ich will mein Breakfast essen. Na gut, dann halt nicht. So, hier haben wir keinen Spiegel im Badezimmer. Das ist optimal. Das muss man so haben. Da muss man die eigene Fresse nicht so oft ertragen. Hier haben wir Nägel. Ein paar Bücher. Bilder von unseren Babys. Was sind wir dann für eine Lebensform eigentlich? Wenn wir solche Babys in den Becken schmeißen. Ein paar schöne Palmen. Ja, hier haben wir ein paar Türen. Können wir eigentlich alle öffnen? Nicht jetzt, okay. Noch ein Bild von den Palmen. Warum? Und ein Bücherregal hinter der Tür. Uganda you. Uganda and you. Aha. Myers Town. Ich lasse die Tür mal auf aus Sicherheitsgründen. Denn es ist ja ein Horrorspiel, so viel weiß ich. Aber was passieren wird, ich habe keinen blassen Schimmer. Gutes Bild auf jeden Fall. Ist das HD oder? Ne, das ist Ultra HD. Ah, 4K. Okay. Kann ich Licht an- und ausmachen? Nein. Den Fernseher kann ich auch nicht benutzen. Hier haben wir einen Schlüssel. Take keys. Keys for what? Okay. Ich glaube nicht für diese Tür, aber wir gucken mal. Palmen, noch mehr Palmen. Eine palmige Angelegenheit auf jeden Fall. Warum sind hier so viele Palmenbilder?
unten noch eingerahmt. Das sollte man hinzufügen. So, was haben wir hier? To do for hidden door to safe room. Have look on a door fitted so I can use my house key. Glue down light in... das kann ich gar nicht lesen. Boost. Ja, ja. Make books look casual. Casual on the self so people aren't Squire Pass oder irgendwie see page 2. Page 2. This is too formal. Mein Englisch ist wirklich nicht so doll, also entschuldige bitte dafür. Ich werde mich irgendwann mal an die Englischbücher setzen und versuchen, mir Englisch ins Kopf zu pressen oder reinzuprügeln, in den Kopf reinzuprügeln. This is so casual to looks fake. Ah, es geht um Bücher, also um Regale. Dann ist das wahrscheinlich ein Geheimgang, pass auf. So viel habe ich daraus gelesen. Tada. Aber da gehe ich noch nicht rein, ich gucke mich erstmal hier um. Wo wir normalerweise hin können, überall. So, dann wissen wir schon mal, dass wir eine Geheimtür haben. Aber wir gucken uns erstmal hier in den Gängen um. Überall diese Palmen, ich check es noch nicht. Oh, ein PC in der Küche. Ein PC in der Küche, das kann man auch machen, oder? Voll ekelhaft. Mom, I guess I'm supposed to write a note. I don't want you to blame yourself. Das sollte man immer. And with that gone, I'm sorry. I have to leave you too. Please, don't be angry with me. Okay, okay. Wenn ihr auch so gut in Englisch seid, dann brauche ich das ja nicht zu übersetzen, ne? Boah, nee, da hast du noch die Kurve bekommen. Ja, gut gemacht. Danke. Danke, Andi. Bitteschön, Andi. Hier haben wir noch Küchenrolle. Eine Spülmaschine. Hier noch ein Zettel. Am Kühlschrank. Open fridge. Still empty, I guess. I shrimp again. Shrimp again. Shrimp, shrimp. Shrimp. Ach, sind Shrimps keine Garnelen? Oder sind auch Shrimps Garnelen? Man weiß es nicht. Ein leerer Kühlschrank. Na, toll. So geht's jeden, glaube ich, am Monatsende. Okay, damit befasse ich mich noch nicht. Ja, das ist die Lösung des Spiels. Jetzt müssen wir noch finden, wo wir das anbringen könnten. Okay, hier können wir nichts nehmen, nichts aktivieren. Noch nicht, wohlgemerkt. Hier die Schränke kann man auch nicht öffnen. Den Herd kann man nicht anschmeißen. Das heißt, wir müssen hungrig durch die Geheimtür da. Dann gehen wir mal durch die hinein. Schon wieder ein Bild mit Palmen. Geheimer Künstler im Käfig. Ich bin leicht verwirrt. Mist, was machen wir denn jetzt hier mit diesem? Kann man den freilassen? Hallo? Hallo? Okay, mit ihm können wir nichts machen. Passiert jetzt was, wenn wir rausgehen? Kann man das hier wieder zumachen? Nö. Hallo? 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 Die Tür ist hier zu. Warum? Achso, ja, stimmt. Habe ich zugemacht. Ah, jetzt haben wir einen Key hierfür, oder? Hallo? Wir haben doch einen Key. Also, wir haben... wirklich ein Key. Haben wir sowas mit Inventar? Nö. Strange. This is very strange. Zimmerpflanzen, Palmen. Kann man hier was verstellen? Pass auf.
To-Do-Listen hier, kann man sich umbringen. Ja, viele Möglichkeiten haben wir gerade nicht, ne? Kann man hier irgendwas, muss man noch machen können, oder? Fernbedienung, gib. Nein, okay. Wir haben diesen Schlüssel. War das jetzt der Schlüssel hierfür oder doch für unseren Kollegen da hinten? Für die Spaßfabrik? So, dann lass mich mal hier ran. Ich will öffnen. Ih, da ist ein toter Shrimp. Was hat's mit den Shrimps auf sich? Ich häng mal wieder fest, na toll, Andi. Jetzt mach doch mal auf da. Ich will dir doch nur helfen. Ich will dir nur helfen. Du hast, glaube ich, schon genug von Shrimps. Hm. Ja, ich häng fest. Das sollte man gesagt haben. Ihr 100. Video-Special. Yeah, voller Special hier. Special verkacken, eher gesagt. Haben wir hier was? Ist ja auch eine Geheimtür. Eat Shrimp. Rohbuffet. Lecker. Können wir jetzt wieder hier usen? Nö. Hallo, ich habe gerade gegessen. Stimmt, wir sollten Breakfast eaten. War das Breakfast? Komm, ich esse noch einen. Chat online with friends. Ah, jetzt geht's langsam voran. Ich hab die To-Do-Liste vernachlässigt. Deswegen, ich halte mich jetzt dran, was da oben links in der Ecke steht. Ich soll jetzt mit Friends chatten. Kurz mal kratzen. Hi, handsome. How are you doing? I'm okay. How are you? I'm horny. Oh, jetzt geht's aber los hier. Press G to say you've embarrassed and if everyone believe in you. Press H to say you can feel the atoms in your body waking up. Kommt drauf an. Ist das ein Mädchen oder sind wir ein Mädchen oder ist das alles umgekehrt? Drück mal H. I just. Never mind. I'm touching myself. Do you want to see? Press G to say you're about to something horrible. Ja, das sollte man eigentlich nicht tun, aber wir sind ja hier in einem Spiel und sagen: Zeig mal her! Jetzt. Okay. Ich wollte eigentlich clean the microwave. Wie sollen die Mikrowelle sauber machen? Hä, Alter, wie kommst du da drauf, Junge? Hier ist was Spannenderes, aber naja, dann halt nicht. Ist ja eh hier nicht für Kinder, ne? Wollte ich sagen. Clean it. I need paper towel. Dann haben wir das hier. So, hier ein bisschen sauber machen. Ich soll jetzt entscheiden, was ich mit dem Typen in Käfig machen soll. Ja, das wüsste ich auch gerne. Schön, dass wir hier gerade saßen auf einem Stuhl, der nicht existiert. Das war wahrscheinlich eine Verarsche. So, dann gucken wir mal hier. Return to your room and let your body rest. Wir sollen jetzt weiter pennen gehen. Okay, aber was habe ich getan? Erstmal gucke ich mal nach dem Typen im Käfig. Ist er am Schmorren? Ist er tot? Nein! Oder pennt er? Egal. Ich glaube, er pennt. Dann lassen wir ihn pennen und tun das Gleiche hier in unserem Zimmerchen. So, dann gehen wir mal pennen.
Jetzt, hallo? Nicht? Okay. Nein! Nee, das habe ich nicht vor. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Also das andere schlafen. Geh doch pennen, Junge! Was ist das für ein komisches Spiel? Also bitte. Was passiert hier? Hallo? Es bleibt keine andere Wahl eigentlich, ne? Liebe Kinder, nicht nachmachen. Was? War es das? Hier sind jetzt andere Flusen. Ah, es sind andere Fälle, aber ich verstehe jetzt nicht den Zusammenhang der ganzen Sache, die da passiert sind. Ach, das war's. Wir haben erfolgreich unsere Zeit verschwendet. Ja. Das Game hat mich voll weggebasht, also so richtig. Ja, und hier ist das Game auch schon vorbei. Alter, was war da los eigentlich? Hä? Ich prüfe erstmal, ob die Aufnahme drin ist. Alter, was war das denn komisches? Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ja, das Game ist aufgenommen worden. Was soll ich jetzt davon halten? Also, ich weiß nicht. Soll ich noch ein Special drehen? Wäre das dann nicht ein bisschen übertrieben? Es tut mir leid, ich habe das Spiel nicht programmiert. Wenn ich es selber wäre, hätte ich es anders getan. Glaub mir, dann wäre das ein übelstes Spiel. Das wäre so übelst krass. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, meine Specials, die werden immer sehr top sein. Hey, so coole Specials. Naja, es tut mir herzlich leid, aber naja, du kannst nicht alles haben im Leben. Das ist ja auch nur ein 100-Video-Special. Bei den 100 Abos, wer weiß, vielleicht kommt da wirklich was Special-artiges auf meinem Channel. Aber wer weiß. Wir werden uns überraschen lassen. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen Outlast aufnehmen, damit sich die Pampers in meiner Hose bezahlt macht, die ich heute extra angezogen habe für dieses zweite Special. Aber naja, dann nehme ich jetzt Outlast auf und wir sehen uns dann demnächst. Haut rein, Leute, und ciao. Tut mir leid nochmal.